Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Diablo 4. Ihr habt es am Titel schon gesehen. Ich hatte das vor der Season schon mal gemacht, ein Video zum besten Siegel, um eure Glyphen zu leveln. Aldur Wald gibt es jetzt leider nicht mehr und die ganzen alten Siegel. Da kamen ja jetzt neue dazu. Und ich bin lange überfällig, euch zu verraten, was das beste Siegel ist, um eure Glyphen zu leveln. Da gibt es nämlich jetzt ein Siegel, was noch viel besser ist als alles, was wir vor der Season hatten. Und das ist Niedergang des Rauhreifs. Den werde ich jetzt einmal machen mit euch. Und ihr könnt mal auf die Zeit achten. Wir sind jetzt nicht mal eine Minute im Video. Niedergang des Rauhreifs. Wenn ihr da durchrennt, seid ihr da in 2 Minuten durch. Es ist so schnell und so dumm, wie schnell Niedergang des Rauhreifs geht. Und wenn ihr den Trick macht, womit ihr den Dungeon immer und immer und immer wieder machen könnt, dann farmt ihr hier Glyphen auf Level 21 wie nix. Ich habe jetzt hier zum Zeigen ein Siegel gemacht, Level 21, damit es relativ schnell geht. Ich könnte aber auch 31 machen, aber ich hatte ein bisschen Angst, dass ich das beim Siegel herstellen nicht finde. Deswegen hier nur ein 21er. Für die Leute, die sich fragen, hey, der macht ja nur ein 21er. Ist klar, dass er schnell durchrennt. Ihr werdet aber sehen, die Aufgabe ist wirklich nicht schlecht. Am Anfang ist hier mal so ein kleiner Kreis. Da lauft ihr dran vorbei und dann direkt hier runter. Natürlich müsst ihr da nichts besiegen oder irgendwas bekämpfen. Hier ist der Bossraum. Da müssen wir gleich hin. Und hier auf der Seite werdet ihr jetzt drei Türme sehen und die müsst ihr besiegen. Da seht ihr es schon auf der Karte. Skelettkonstrukt. Und das ist hier wieder wie so ein kleiner Rundkurs. Den geht ihr einfach drum rum. Ihr könnt natürlich auch die ganze Elite besiegen und euch noch ein bisschen Erfahrung mitnehmen in Loot. Aber deswegen, darum geht es ja hier gar nicht. Hier geht es ja wirklich nur Glyphenfarm. Das war der zweite Turm. Nicht nach außen drängen lassen. Immer schön innen bleiben und schön diesen Rundkurs machen. Den dritten Turm und das war's schon. Dritten Turm geschafft, durchrennen. Wenn ihr einen schnellen Charakter habt, wie zum Beispiel den Jäger und nicht hier so einen dicken Bär, dann kommt ihr auch noch ein bisschen schneller voran. Da sind wir auch schon wieder angekommen, wo wir eben waren. Jetzt nehme ich mir hier die Kanalisierung mit für den Boss. Laufen wir hier rein, zack, zack. Dann noch schnell den Boss besiegen. Mit dem Pulverisieren-Bild dauert das ein bisschen länger als das, was ihr wahrscheinlich brauchen werdet. Und das war der Boss. Time! 2 Minuten, ich hab's gesagt. Das waren 2 Minuten. Und wenn ihr jetzt den Trick macht und den Niedergang des Rauhreifs immer wieder wiederholt, dann könnt ihr in einer Stunde bestimmt 20 bis 30 Mal hier diese Glyphe leveln und das Siegel farmen. Es ist absolut, absolut busted. Wenn ihr jetzt noch wissen wollt, wie ihr den Dungeon resetten könnt, dann sollte ich das vielleicht auch mal eben erklären. Und zwar, ich werde da im Hintergrund mal was zu einblenden. Ich habe das nämlich heute im Stream des Öfteren gemacht. Wenn ihr müsst auf jeden Fall zu zweit sein, das ist wichtig. Und anfangen, den Dungeon zu spielen. Und innerhalb des Dungeons müsst ihr den Leader abgeben an euren Kollegen. Der Kollege muss den Leader wieder zurück zu euch geben. Und ihr müsst dann ablehnen, in eure Welt euren Weltstatus zu ändern. Also einfach ablehnen oder Zeit durchlaufen lassen, auf jeden Fall nicht annehmen. Dann den Dungeon einfach ganz normal spielen, bis ihr da hier seid beim erwachten Glyphenstein. Und was ihr dann macht, ist hier hinzugehen auf diesen Screen, Viereck gedrückt zu halten, beziehungsweise, ich weiß auf der Xbox bestimmt, X oder Y, ich weiß es nicht, oder auf dem PC. Jedenfalls einfach eure Gruppe verlassen, dann kommt ihr zurück an eure Welt und steht einfach wieder vor dem Dungeon und könnt den Dungeon nochmal laufen. Das Ganze dauert keine 5 Sekunden, dann seid ihr wieder vom Dungeon und könnt das direkt wieder machen. Das ist wichtig, weil ihr bekommt halt nicht immer Niedergang des Rauhreifs. Ihr bekommt nicht immer Dungeons, die gute Affixe haben, beziehungsweise gute Malusse. Deswegen würde ich auf jeden Fall raten, wenn ihr einen Kollegen habt oder jemand, der auch Siegel farmen will, beziehungsweise Glyphenlevel farmen will, macht das auf jeden Fall zu zweit, zu dritt, zu viert. Gibt auch nochmal einen Erfahrungsboost. Und resettet die Dungeons, solange es noch geht, weil ich habe die Befürchtung, dass vielleicht 1.1.1, das Update kommt ja am 8. Wenn ihr da mehr zu wissen wollt, ich verlinke euch mal oben das Video, dass dort das eventuell gefixt wird. Die haben zwar nichts dazu gesagt, könnte ich mir aber gut vorstellen, deswegen nutzt das jetzt auf jeden Fall noch aus in der Season.
und farmt eure Glyphen. Ich würde mich extrem über ein Follow auf dem Kanal freuen, Leute. Über ein Like auf dem Video und lasst mal unten in den Kommentaren stehen, wie ihr zur Season steht. Ich hatte da mal eine Umfrage gemacht auf YouTube und das war sehr durchwachsen. Also da würde mich sehr interessieren, wie ihr aktuell zur Season steht. Ich bin da auch relativ zwiegespalten. Und ja, sage bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein.